So, ich habe eine ganz interessante Userfrage bekommen. An welchen Kriterien, Frank, kannst du das Abrollverhalten eines Laufschuhs festmachen? Ich finde es eine ganz interessante Frage. Ich habe im Anschluss jetzt hier einen kleinen Film zusammengestellt. Hier wird der Gait Cycle entsprechend einer Nomenklatur exakt zerlegt und an diesen Punkten wird prinzipiell immer das Abrollverhalten eines Laufschuhs beurteilt. So, viel Spaß beim Zuschauen und wenn noch weitere Fragen sind, E-Mail reicht. Okay, ich hoffe, dass ich damit die Frage ausreichend beantwortet habe. Um das Abrollverhalten eines Laufschuhs beurteilen zu können, nehme ich einen Gait Cycle zum Vergleich. Hier haben wir die erste Phase, den Heel Strike. Auf einen Heel Strike folgt ein Foot Flat. Auf einen Foot Flat folgt ein Terminal Stance. In der nächsten Phase folgt auf einem Terminal Stance der Heel Off. Auf einen Heel Off ein Toe Off. Wir schauen uns nun das Ganze im bewegten Bildmaterial an. Hier sehen Sie in der ersten Phase den Heel Strike to Foot Flat. Jetzt folgt ein Foot Flat to Terminal Stance. Auf einem Terminal Stance folgt ein Heel Off, um dann in der letzten Phase von einem Heel Off zu einem Toe Off zu gelangen.